Hallo, wir sind also untot, wie? Das brauchst du gar nicht so von oben herab zu sagen. Wir sind die dunklen Kinder der Nacht, jawohl. Mit V. Dunkle Kinder? Ihr seid so blass wie... Nun, ihr seid ziemlich blass. Das gilt zumindest für ihn. Bei dir ist es mehr Talkumpuder. Du meinst das Make-up. Ich bin ein Vampir und sie ist meine Braut der Finsternis. Nun, früher war sie die Braut eines Obst- und Gemüsehändlers. Obst und Gemüse, Import und Export. Und dann eines Nachts, zack, plötzlich bin ich Vampir. Niemand hat mich nach meiner Meinung gefragt. Ein kurzer Biss in den Hals und jetzt bist du ein Vampir, Kumpel. Wenn du ein Vampir bist und sie nicht, warum trägt sie dann solche Kleidung? Eine Frau sollte die Hobbys ihres Mannes teilen. Außerdem hat man dabei Gelegenheit, interessante Kostüme zu tragen. Kann sie auch ein Schlumpfkostüm anziehen? Wäre besser, wa? Damit ich alles richtig verstehe, ihr beide seid also urbane Vampire, wie? Schreckliche Geschöpfe der Finsternis und so weiter. Ja, das stimmt. Wenn ich mich recht entsinne, bist du in der Sirupstraße als Obst- und Gemüsehändler tätig gewesen. Früher ja. Es war ein tolles Geschäft. Wir haben nicht mit dem üblichen Obst und Gemüse gehandelt. Nein, zu unserem Angebot gehörten Spezialitäten wie zum Beispiel der klatschianische Riesenpfirsich. Solche Köstlichkeiten bekam man nur bei uns. Riesenpfirsiche? Ja, fast 2 Meter hoch und 500 Pfund schwer. Ach, sie waren wunderschön. Bei Offlas Zähnen, wer verspürt Appetit auf eine halbe Tonne Pfirsich? Niemand. Man jagt sie wegen des Fells. Nun, als das Schicksal meinen Mann auf eine höhere Existenzebene beförderte, hielt ich den Zeitpunkt für gekommen, unser Dasein zu ändern. Ich meine, wenn es jemand mit dem Herrn der Nacht zu tun bekommt, er möchte nach dem Erwachen sicher nicht feststellen müssen, dass er 2 Löcher im Hals hat und nach Pfirsichen riecht. Deshalb mussten wir das Geschäft aufgeben, nicht wahr, Graf? Ja, Schatz. Warum seid ihr beiden hier? Mom, es nervt, den ganzen Tag im Sarg zu hocken. Hör du den anderen zu, Schatz. Wir halten es für sehr wichtig, unser untotes Bewusstsein zu erweitern. Es ist eine Schande, wie die Toten heutzutage behandelt werden. Man schenkt ihnen kaum Aufmerksamkeit. Ebenso gut könnte man sie einfach irgendwo verbuddeln. Schande. Genau. Wie dem auch sei, wir sind hier, um etwas dagegen zu unternehmen. Reck hat recht. In jedem von uns gibt es einen Toten, der auf die Gelegenheit wartet, sich zu zeigen. Ein vampirischer Gemüsehändler, wie? Ich schätze, ich werde nie wieder Kohl essen. Ich weiß nie, ob in einer Ecke solche Untoten rumlauern. Tut mir leid, aber ich muss jetzt woanders hin. Also, gibt Acht auf einen Gemüsehändler. Bist du noch nicht tot? Tot? Natürlich bin ich tot. Allerdings hindern mich die Umstände daran, ein anständiges Leben nach dem Tod zu beginnen. Wie hindert man eine Leiche daran, durch die Gegend zu laufen? In Büchern finden sich überhaupt keine Hinweise. Ich habe versucht, mich zu erdrosseln und zu vergiften. Ich bin sogar von einem Eselskarren gesprungen. Ach. Und wie hat das geklappt? Nicht besonders gut. Man wirft mir vorsätzliche Behinderung des Verkehrs vor. Außerdem legt man mir zur Last, ohne Genehmigung tot in der Öffentlichkeit unterwegs gewesen zu sein. Ist das etwa fair? Du bist also Clubmitglied geworden? Mitglied? Mitglied? Wie soll ich jemals Mitglied werden, wenn ich die Beiträge nicht bezahlen kann? Und ich kann die Beiträge nicht bezahlen, weil ich keine Arbeit habe. Ich frage dich, behandelt man so eine wandelnde, sprechende Leiche?
Zu meiner Zeit zeigte man mehr Respekt vor Toten, die ein wenig Geld brauchten. Wie bitte? Du sollst Beiträge bezahlen? Es ist Rex Schuld. Er möchte Sargdeckel mit Mitgliedsinfos an der Innenseite beschriften lassen. Was? Und das soll teuer sein? Nun, Sargdeckel wachsen nicht an Bäumen. Zumindest nicht an den Bäumen, die man in nüchternem Zustand sieht. Was soll das heißen, du kannst dich in keiner Stellung halten? Ich meine, du machst dich doch nicht einfach auf und davon. Und bestimmt feierst du auch nicht oft krank. Genau, aber versuch mal, das einem Arbeitgeber klarzumachen. Ich meine, die Vorteile eines toten Arbeitnehmers sind doch offensichtlich. Keine Essenspausen, keine Probleme mit Nachtschichten und so. Es sollte doch klar sein, dass sich für niemanden Nachteile ergeben. Was ist passiert? Hat man sich über deinen Geruch beschwert? Nein, die Dingsbums steckt dahinter, die Bürokratie. Versuch mal ein Steuerformular auszufüllen, wenn du offiziell tot bist. Ja, das ist schwer. Wohnort, Friedhof, derzeitige Beschäftigung, geil. Verwesungsspezialist. Die Sache ist wirklich ausgesprochen mühsam. Kein Wunder, dass sich die Leute so sehr bemühen, den Tod zu vermeiden. Der Papierkrieg kann enorm sein. Armer alter Wendell. Von der Jugend zum Akademiemitglied. Vom Akademiemitglied zum Grab. Und vom Grab, zack, direkt in die Schlange vorm Arbeitsamt. Typisch Wohlfahrtsstaat. Wir sind fertig. Auf Wiedersehen. Wir verlassen diese verrottete Versammlung. Alles Verrückte hier. Raus hier. Wo wir selbst noch verrückt werden.